14. Dezember konnte man aus verschiedenen Medien folgende Schlagzeile entnehmen: Verstößt Verbot von Kinderehen gegen das Grundgesetz? Wir lesen weiter. Der BGH stellt fest, dass der Umgang des Ehemanns mit seiner Frau von der Wirksamkeit der in Syrien geschlossenen Ehe abhänge. Dem stehe das gesetzlich generelle Verbot von Kinderehen, bei dem der oder die Minderjährige jünger als 16 Jahre alt ist, entgegen. Das Bundesverfassungsgericht solle daher prüfen, ob für die Wirksamkeit einer Kinderehe nicht besser eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden müsse. Andernfalls könne insbesondere der im Grundgesetz verankerte Schutz der Ehe und Familie, aber auch der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt sein. Zitat Ende. Da ich 2015-2016 gegen erheblichen Widerstand von Prizell und Co. das Problem Scharia-Recht im Zivilrecht thematisiert und es als Programmantrag durch einen Parteitag in unsere Programmatik bringen konnte, melde ich mich hier jetzt mal zu Wort. Ich kann mich nicht entsinnen, irgendwo im Grundgesetz die Stelle gefunden zu haben, die einem das Recht zuspricht, Sex mit unter 16-jährigen Kindern zu haben. Mir ist auch nicht bewusst, dass Deutsche da gleich behandelt werden und hoffe, dass in Zukunft keine Kinderschänder in islamischen Ländern heiraten und hier straffrei sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen begehen dürfen. Diese Aussage des BGH, die ich aus diesen Schlagzeilen entnehmen konnte, sind ein Skandal sondergleichen. Mir war damals schon bewusst, dass die Alt-68er Richter das internationale Privatrecht dazu nutzen werden, unsere Werteordnung so weit zu pervertieren, dass solche Aussagen wie in dieser Schlagzeile dabei rauskommen. Deshalb war die Ursprungsforderung in meinem Antrag damals auf dem Parteitag auch ein komplettes Verbot dieses internationalen Privatrechts, was aber gleichzeitig Kaufverträge mit beinhalten würde, womit man dann keinen internationalen Handel mehr betreiben hätte können. In der jetzigen Form ist die Position aber auch in der Formulierung durchaus deswegen tragbar. Bis dahin wurde aber einiges getan, um den Antrag zu verhindern oder unkenntlich zu machen. Auch Markus Prezell äußerte lautstark auf dem Parteitag 2016 in Werl, dass das internationale Privatrecht keine Erwähnung finden soll in diesem Antrag. Wenig später konnte man dann diese Bilder von Frau Kopetri an. Das internationale Privatrecht, der Artikel 13 des Einführungsgesetzes. Der Programmantrag hat damals schon gezeigt, wohin die Reise geht. Aber dieselben Protagonisten, die heute parteiintern versuchen, metapolitische Grundsatzdiskussionen zu unterbinden, waren damals die Kräfte, die nur Themen nach außen gebracht haben, die schon von anderen Leuten in die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Nach erstmaliger Kürzung durch die Programmkommission musste das Thema durch einen Änderungsantrag wieder auf die Tagesordnung gebracht werden. Das ist jetzt im folgenden Bild in Blau markiert. Hier sieht man in der Begründung auch, dass ich prognostiziert habe, dass das Scharia-Recht in Deutschland durch die islamische Masseneinwanderung bald häufiger Verwendung finden wird. Der Antrag musste sehr kurz gehalten werden. Man sieht in Klammern hinter zwei Sätzen, wie viel Zeichen man nutzen durfte. Die wurden in dem Antrag hier voll ausgeschöpft. Das ist der Ursprungsantrag, wie er eingereicht wurde. Heute können wir uns glücklich schätzen, dass wir so viele Abgeordnete in den Parlamenten haben, die das Thema angehen und für unsere Programmatik kämpfen. Wir haben es sogar geschafft, die Altparteien so vor uns herzutreiben, dass sie ein Gesetz verabschiedet haben, welches die Kinderehe verbietet in Deutschland. Traurig hingegen können wir über die tatsächliche und von mir prognostizierte Entwicklung des Bundesgerichtshofs sein, der mit allen Mitteln versucht, unsere Werteordnung zu relativieren und mehr politisch als juristisch vorgeht. Wenn wir unsere Werteordnung behalten wollen, kann dies nur durch die AfD gewährleistet werden. In diesem Sinne nur noch AfD.